10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wie schön, wie fein, ein Vogel zu sein, so wie ein bunter Luftballon hoch übers Land auf und davon zu fliegen ganz allein. Wie schön, wie fein. Das dachte der alte Onkel Dominik Dax, als er auf die blauen Himmelsflecken starrte und den glücklichen Schweiden nachschaute. Und er streckte sich seufzend. Er war längst nicht mehr der Alte. Er war so ruhelos geworden, dass keine Arbeit fertig wurde, die er angefangen hatte. Dabei war noch so viel zu tun. Die letzten Kartoffeln steckten noch immer im Boden. Er sollte sie ausgraben, bevor der Frost sie verdarb. Die anderen Dachse waren bestimmt viel reicher als Onkel Dominik. Sie hatten gewiss eine Dachsfrau, die kochen und flicken und im Wald wilde Früchte und Beeren sammeln konnte. Er aber lebte ganz allein und half sich selbst, so gut es ging. Eines schönen Morgens, als die Herbstsonne hell durch die Erlenbüsche fiel, beschloss er für heute die Arbeit an den Nagel zu hängen. Die Kartoffeln mochten warten und die Karotten erst recht. Heute war gerade der richtige Tag, um im Wald umherzuwandern oder hinunter zum Fluss zu gehen. Außerdem wollte Dominik Dax ein paar Freunde besuchen. Leb zu lange ich alleine, mache ich mich auf die Beine, um bei Tee und Honigkuchen meine Freunde zu besuchen. Jum bei dir, Kaisersa, die Füße sind zum Laufen da. Jum bei dir, Kaisersa, die Füße sind zum Laufen da. Onkel Dominik kletterte über einen Zaun und folgte einem kleinen Pfad, der über eine sumpfige Wiese zu seinem Lieblingsplatz führte. Plötzlich hörte er in der Ferne Musik. Jemand spielte auf der Mundharmonika. Nanu, wer spielt denn an diesem verlassenen Ort Mundharmonika? Na ja, hört sich ganz gut an. Denkt euch nur, der Frosch ist krank. Er liegt auf der Ofenbank, quakt nun schon, wer weiß wie lang. Denkt euch nur, der Frosch ist krank. Nein, so etwas. Möchte wirklich wissen, wer da Mundharmonika spielt und solche Lieder singt. Noch dazu so nah an meinem Lieblingsplatz am Flussufer. Ich werde mal über die Hecke schauen. Eine Ratte. Eine dürre alte Ratte. Sieht nicht gerade freundlich aus. Hallo? Da baumelt ja ein Schild um ihren Hals. Da steht etwas geschrieben. Mal sehen, ob ich es lesen kann. Helft einem armen Blinden. Ah, so. Ein armer blinder Bettler ist das. Da wandere ich nun fröhlich durch den Wald und so einer, ein herrlicher Nachmittag für einen Spaziergang und ein schönes Lied dazu. Aber ist es nicht gefährlich, so nah am Fluss zu wandern, wenn du gar nicht sehen kannst? Ich höre eine Stimme. Eine Stimme, die jemand gehört, der gute Ohren für ein gutes Lied hat und auch ein gutes Herz dazu. Vielleicht hat der Herr für einen blinden Bettler etwas in seiner Tasche? Hier hast du einen Pfennig. Ich werde dafür auf den Sonntagsbraten verzichten. Tausend Dank, guter Herr. Segen und Reichtum, möge es dir immer gut gehen. Ich bin selbst arm und muss mit jedem Pfennig rechnen, aber gemessen an dir bin ich reich, denn ich kann all die bunten Farben sehen. Lass mich einmal deine Pfote sehen. Ich kann darin dein Schicksal lesen, guter Herr. Ich will dir die Zukunft voraussagen. Wie kannst du in meiner Hand lesen, wenn du blind bist? Ich lese die Pfote mit den Fingern, nicht mit den Augen. Ich fühle genau, was ich nicht sehen kann. So wahr man mich den Vagabunden Otto nennt. Na gut, dann sage mir, was die Zukunft mir bringt. Oh, ich sehe großes Glück und gefährliche Abenteuer und eine große Reise. Ich fürchte, da irrst du dich gewaltig. Ich bin meinen Lebtag noch nie aus meinem Hause fortgekommen. Und etwas Aufregendes ist in meinem ganzen Leben noch nie geschehen. Außerdem habe ich kein Geld. Mag sein, aber es wird so kommen, wie ich es dir sage. Du wirst dein Haus im Wald verlassen. Ich sehe Wasser, viel Wasser. Wie eine Straße zieht das Wasser zwischen den Hügeln in die Ferne. Ich sehe einen dunklen Wald. Ich sehe Gefahr.
Ach ja, das wird nie eintreffen, gute Ratte. Alles, was ich dir prophezeit habe, geht in Erfüllung. Wirst schon sehen. Wirst schon sehen. Du dicke, schwarze Hummel, machst ein so groß Gebrummel. Grad wie ein brauner Zottelbär, flieg nicht so brummig auf mich her. Nun sag mir doch, warum machst du so ein Gebrumm? Das war ein höchst sonderbarer Kerl. Warum habe ich ihm nur meinen letzten Pfennig gegeben? Das möchte ich gerne wissen. Nun muss ich von Kartoffeln leben. Und Fleisch gibt's am Sonntag keines für mich. Bin dem Kerl schön auf den Leim gekrochen. Nur weil er von einer Reise erzählt. Das ist doch alles Unsinn. Ach, wenn die blinde Ratte doch recht hätte. Nur eine kleine Reise, nur ein kleines Abenteuer. Nur ein ganz klein wenig Abwechslung. Ach ja, wär das schön. Onkel Dominik schlug den gleichen Weg ein wie die blinde Ratte. Aber als er zur Wegbiegung kam, war die Ratte längst verschwunden. Dafür sah er in der Ferne ein dichtes Weidengehölz. Dort wohnte sein Freund Matthias. Matthias war eine reiche Wassermaus. Er baute große und schöne Boote. Jeder, der in dieser Gegend ein Boot kaufen wollte, ging zu Meister Matthias. So berühmt war er. Die Wassermaus arbeitete vom Morgen bis zum Abend. Onkel Dominik brauchte nicht lange zu suchen. Er fand Meister Matthias in einem geräumigen Schuppen, wo es nach Teer und Farbe roch. Die Wassermaus arbeitete an einem neuen Boot. Noch nie hatte Dominik Dax ein so schönes Boot gesehen. Wunderbar. Hallo, alter Freund. Wie freue ich mich, dich hier zu sehen. Wunderbar, ganz wunderbar. Gefällt es dir? Es ist mein neuestes Boot. Als du das letzte Mal da warst, hatte ich noch nicht einmal das Deck fertig. Rede, wo hast du den ganzen Sommer über gesteckt? Ich bin immer beschäftigt. Es gibt so viel zu tun. Einmal sind es die Kartoffeln, dann die Pilze oder die Kastanien. Aber heute ist ein schöner Tag. Da muss ich einfach zu dir kommen. Das letzte Mal, bevor es Winter wird. Ach ja, was würde ich darum geben, ein so schönes Boot zu besitzen? Du und dein Boot. Was will ein Stubenhocker wie du mit einem Boot anfangen? Ach ja, recht hast du. Ich hocke nur in meiner dunklen Hütte. Aber nur, weil mein Beutel leer ist. Wäre voller Goldstücke, dann käme ich zu dir und würde mir ein kleines Boot kaufen. Ich wünsche mir nichts sehnlicher als ein Boot. Ach ja. Auch die kleinsten Boote sind bequem. Jedes hat eine Kabine mit einem Bett. Du könntest ebenso gut auf einem Boot wohnen wie in deiner Hütte. Auch wärst du nie allein? Auf dem Fluss ist immer was los. Schweig! Sprich nicht weiter, Matthias. Ich kann mir kein Boot kaufen. Warum also darüber reden? Du machst es nur noch schlimmer. Du? Dominik? Mir ist da gerade was eingefallen. Ja? Komm mit! Ich will dir etwas zeigen. Matthias führte Onkel Dominik zu einer kleinen Bucht. Hier war das Wasser schwarz und moorig. An einem Pfosten angebunden lag ein altes, verwittertes Boot. Alle Eisenteile leuchteten rot vor Rost. Man konnte gerade noch den Namen des Bootes am Bug entziffern. Es hieß Möwe. Hier, das ist das Boot. Oder sagen wir besser, das war ein Boot. Vor ein paar Jahren habe ich es spottbillig gekauft. Ja, so sieht es auch aus. Ja, es schaut nicht gerade verlockend aus, aber schon ein bisschen Farbe tut Wunder. Der Motor ist nämlich erstklassig. Ja, er könnte nicht besser sein. Schau nur, Onkel Dominik. Eigentlich ist auf der Möwe noch alles in Ordnung. Da liegt der Staub ja fußhoch und das Holz ist grün vor Schimmel. Du weißt, alles ist verstaubt und verrostet, aber Staub lässt sich wegwischen. Und für Rost gibt es Sandpapier. Oh. Onkel Dominik, was hast du? Ist dir nicht gut? Ich halte das einfach nicht aus, Matthias, wenn du so daherredest. Da meine ich gerade, das Boot gehöre mir. Und wenn es so wäre? Du weißt, dass ich keinen Pfennig habe. Aber die Möwe würde dir gefallen. Hoho, dieses Boot ist wunderbar. Es ist das schönste Boot, das ich je gesehen habe. Aber, ach ja, es wird mir nie gehören. Lass den Kopf nicht hängen. Warte, hör zu, was ich dir zu sagen habe. Ich wette, du hast keine Ahnung, was ich vorhabe. Was hast du vor? Dieser alte Kahn liegt ganz unnütz hier. 2 Jahre lang habe ich versucht, ihn zu verkaufen, aber niemand will die Möwe haben.
Einmal kam ein alter Otter vorbei. Ein Otter? Kann ich da wissen, wozu ein Otter ein Boot haben will? Er ist im Wasser genauso zu Hause wie an Land. Er sah sich das Boot an. Dann sagte er, es sei nicht das, was er sich vorgestellt hat. So ein dummer Kerl. Wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre... Also, um es kurz zu machen, ich leide die Möwe, Onkel Dominik. Das heißt, wenn du sie haben willst. Ob ich sie haben will? Natürlich will ich sie haben. Er hat also doch die Wahrheit gesagt. Wer hat die Wahrheit gesagt? Der Vagabunden Otto, der blinde Bettler. Ich bin ihm heute begegnet. Und da hat er dir die Zukunft aus den Pfoten gelesen? Er hat gesagt, ich würde eine große Reise machen, eine Reise auf dem Wasser. Das kannst du jetzt, Onkel Dominik. Du hast mein Wort. In einer Woche hast du ein funkelnagelneues Boot, wenn du tüchtig arbeitest. Tüchtig arbeiten? Oh, das will ich. Noch nie in meinem Leben war ich so glücklich. Ein alter Traum wird wahr. Ich werde Kapitän, kann mit dem Boot sogar auf große Reise gehen. Onkel Dominik verlor keine Zeit. Zusammen mit Matthias zog er die Möwe an Land. Dann kratzte Onkel Dominik die dicken grünen Algen und die Wasserschnecken von der Außenwand des Bootes ab. Nachdem der Bootsrumpf gesäubert war, schleppte Matthias Farbtöpfe herbei. Onkel Dominik putzte sorgfältig die Wände und die Türen der Kajüte. Und weil er nun schon einmal Farbe hatte, begann er zu malen. Wahrhaftig, es gab jetzt weit und breit kein Boot, das so hübsch aussah wie die Möwe. Nachdem Matthias auch den Schiffsmotor überprüft hatte, zogen sie das Boot mit den Gehilfen wieder ins Wasser. Die Möwe schwamm, prächtig bemalt, in der offenen Bucht. Am nächsten Tag machten sie eine Probefahrt den Fluss hinauf. Über allen Vorbereitungen war es November geworden. Es war ein trübseliger, grauer Monat. Aber ob Regen oder Sonnenschein, Onkel Dominik kümmerte das wenig. Mein Traum, der ist nun wahr. Jetzt bin ich Kapitän. Mein kleines Boot ist klar, kann auf die Reise gehen. Ja, Onkel Dominik, jetzt kann die große Fahrt beginnen. Wie kann ich dir nur für alles danken, Matthias? Hätte ich Geld, ich würde dir alles geben. Ach, lass es gut sein. Du hast mir früher oft genug geholfen. Ich kann auch einmal etwas für dich tun. Was hast du? Warum schaust du dich nach allen Seiten um? Ich möchte nicht, dass uns jemand zuhört. So? Also mir ist das egal. Lass uns in die Kajüte gehen. Da sind wir ungestört. Und du meinst? Mach die Tür zu. Ja, ja. Sofort. So. Jetzt kann uns keiner hören. Also... Also, weißt du, Onkel Dominik, du könntest mir einen großen Gefallen tun. Aber gern. Einen sehr großen sogar. Also kurz und gut, ich habe da eine Ladung Kastanien. Die muss zur Mühle nach Bärenhausen gebracht werden. Bärenhausen liegt etwa 50 Kilometer flussabwärts. Ich dachte, du könntest die Kastanien für mich dorthin bringen. Natürlich kann ich die Kastanien nach Bärenhausen bringen. Kastanien, ja. Aber da sind nicht nur Kastanien. Seit Jahren verwahre ich eine eiserne Truhe mit Goldstücken. Oh, eine Truhe mit Goldstücken. Ja, ja, ich möchte sie gern in Sicherheit wissen. Da du mit dem Boot den Fluss hinunterfährst, wäre es eine gute Gelegenheit, die Goldstücke nach Bärenhausen zu bringen. Alles, was ich erspart habe, befindet sich in dieser kleinen eisernen Truhe. Man sollte meinen, dort sind sie sicher. Das habe ich auch gedacht. Aber vor 3 Tagen träumte ich, alle Goldstücke seien gestohlen worden. Oh. Da habe ich mir gesagt, es ist besser, das Gold zur Bank zu bringen. Dort ist es sicherer. Wenn es so ist, so will ich die Truhe gern nach Bärenhausen bringen. Verstecke sie unter den Kastanien. Bei der Mühle wird dich der weiße Wiesel erwarten. Er ist ein guter Freund von mir. Er wird die Truhe zur Bank bringen. Ich werde den Auftrag übernehmen, weil ich es dir versprochen habe. Aber es ist eine schwere Aufgabe. Wenn mir etwas zustößt... Wenn mir irgendjemand das Gold stiehlt... Was soll dir schon zustoßen, Onkel Dominik? Du weißt besser als ich, wie man mit dem Boot umgeht. Außerdem hat niemand eine Ahnung, dass du die eiserne Truhe mit dem Gold bei dir hast. Heute Nacht, sobald es finster ist, laden wir die Kastanien auf das Boot und verstecken die Truhe darunter.
keine Menschenseele wird es sehen. Im November ist es schon um 7 Uhr stockdunkel. Ich habe gehört, dass der rote Tom und seine Katzenpiraten am Fluss unten ihr Unwesen treiben. Ist das wahr? Ja, nachts schleichen sie herum und klauen, was ihnen unter die Pfoten kommt. Und wenn sie die eiserne Truhe finden, dein Gold stehlen. Wie viel Taler sind es eigentlich, Matthias? 500 Goldstücke. 500 Goldstücke. Oh, das ist ein gewaltiges Vermögen, Matthias. Das ist mehr, als der König im Schloss besitzt. Ich zum Beispiel habe noch nie ein Goldstück besessen. Es ist alles, was ich in den langen Jahren gespart habe. Wenn es gestohlen wird, bist du arm wie eine Kirchmaus, Matthias. Und ich könnte dir nie mehr unter die Augen treten. Hör auf, du siehst Gespenster. Und wegen des roten Tom? Der ist kein Gespenst, wenn du das meinst. Ich leihe dir 2 Pistolen. So ein großer und starker Dachs wie du wird sich doch nicht vor ein paar elenden Katzen fürchten. Ich rechne damit, dass du mir diesen Gefallen tust. Denn ich werde erst wieder ruhig schlafen, wenn das Gold aus dem Haus ist. Wenn das so ist, dann will ich es eben tun. Ich verdanke dir so viel. Gut, alter Freund, ich bringe das Gold nach Bernhausen. Abgemacht? Abgemacht. Noch heute Abend schaffen wir die Kastanien und die Goldstücke an Bord. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Und du, Onkel Dominik, brauchst dir keine Sorgen zu machen. Es wird bestimmt alles gut gehen. Zunächst ging tatsächlich alles gut. Die Kastanien glänzten an Deck und darunter lag die eiserne Truhe mit den 500 Goldstücken. Und niemand hatte es gesehen. Der große Augenblick war gekommen. Die Möwe war startbereit. Der Motor begann zu tuckern. Mein Boot ist nicht sehr groß, doch es ist wunderschön. Mit Dampf fährt es gleich los. Ade, auf Wiedersehen. Gute Reise! Sei vorsichtig! Achte auf die Kastanien! Ahoi, 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 die große Fahrt beginnt. Für mich ist alles neu, das Boot fährt wie der Wind. Nanu, was ist das? Ein großer, vollbeladener Kahn, der genau auf mich zukommt. Ist der Steuermann blind? Backbord an Backbord! Matthias hat gesagt, ich muss Backbord vorbeifahren. Wenn ich nur wüsste, wo Backbord ist. Backbord, ist das nun links oder rechts? Himmel, ich bin wohl auf der falschen Seite. Das ist nochmal gut gegangen. Aber haarscharf. Da fehlte nicht viel und wir wären zusammengestoßen. Wupp, wupp. Trubel! Tölpel! Nur nicht das Steuerrad loslassen. Nur nicht loslassen. Gleich sind wir aneinander vorbei. Du liebe Güte. Ein Schiff zu steuern ist gar nicht so einfach, wie ich dachte. Jetzt brauche ich dringend Ruhe. Ich brauche eine stille Bucht, um mich auszuruhen. Am Ufer lag ein Eichenwald, am anderen Ufer stand eine Schwarzdornhecke. Spatzen und Meisen nisteten darin und pickten lärmend die schwarzen Beeren. Plötzlich entdeckte Onkel Dominik eine kleine, sonderbare Person am Ufer. Als er näher fuhr, sah er, dass es ein Igel war. Guten Morgen. Ich hoffe, dass ich die Fische nicht verjagt habe. Nein, nein. Dein kleiner Kahn stört mich gar nicht. Heute beißen die Fische an wie noch nie. Ich habe schon ein Dutzend Weißfische und einen Hecht gefangen. Oh, das lässt sich hören. Ein schönes Boot. Wohin geht die Fahrt? Zur Mühle nach Bernhausen, habe eine Ladung Kastanien an Bord. So, so. Kastanien hast du geladen. Das ist genau nach meinem Geschmack. Süße Kastanien sind meine Leibspeise. Komm doch aufs Boot. In meiner Kajüte ist Platz genug für 2. Wir können zusammen essen. Kein schlechter Vorschlag. Nur, ich lasse meine Angel nicht gern am Ufer zurück.
Wunderbares Volk treibt sich am Ufer herum. Dann bring die Angel am besten mit an Bord. Dann können wir in Ruhe miteinander plaudern und essen. Was gibt es denn? Ich kann dir meine Würstchen empfehlen. Gute, hausgemachte Würstchen, wie man sie so schnell nirgendwo findet. Würstchen? Hast du wirklich Würstchen gesagt? Ja. Ich muss gestehen, dass auch Würstchen meine Leibspeise sind. Also, gut, ich nehme die Einladung an. Der Igel trippelte hinter Onkel Dominik her, der seinen Besucher stolz in die kleine Kajüte führte. Bald brutzelten auf dem Herd köstlich duftende Würstchen. So, die Würstchen sind gleich gar. Übrigens, ich bin auch ein begeisterter Angler. Am Fluss fühlt man sich so zufrieden. Ich schaue ins Wasser, das langsam vorbeizieht. Die Linden blühen. Überall riecht es nach Honig. Alles ist so friedlich. Nein, nein, mit dem Frieden ist es endgültig vorbei, seit der rote Tom mit seinen Katzenpiraten am Fluss sein Unwesen treibt. Was? Der rote Tom? Noch dazu ganz in der Nähe. Das gefällt mir gar nicht. Sag mal, wie heißt du eigentlich? Niki Dicki. Sag mal, Niki Dicki, nein, nein. Erst wollen wir essen. Die Würstchen sind nämlich gar. Gib mir deinen Teller. So. Und nun, guten Appetit. Schmeckt wunderbar. Wirklich, ganz ausgezeichnet. So gute Würstchen habe ich noch nie gegessen. Das freut mich. Eigentlich könntest du noch die Fische braten, die in meinem Weidenkorb liegen. Frische Luft und heller Sonnenschein stärken meinen Appetit. Einverstanden. Wenn du wüsstest, wie mir Essen Durst macht. Ich habe einen guten alten Johannisbeersaft. Wenn du ihn versuchen willst. Gern. Prost. Ja. Ah, das schmeckt gut. Davon kann ich noch ein Glas vertragen. Oh, noch ein Glas. Prost. Prost. Auch die Weißfische und den Hecht aßen sie ratzekahl bis auf die Gräten auf. Danach machten sie es sich gemütlich und jeder zündete sich eine Pfeife an. Onkel Dominik, ich beneide dich. Ja, ja. Du bist ein Glückspilz. Ich bin ganz zufrieden, aber... Du bist Kapitän, hast dein eigenes Boot, kannst in der Welt herumfahren und Abenteuer erleben. Sicher hast du auch eine Frau zu Hause und viele Kinder. Auf mich wartet niemand. Ich bin Junggeselle, lebe ganz mutterseelenallein. Ich muss mit mir selber reden, wenn ich mich unterhalten will. Deshalb fische ich am Fluss. Das bringt ein bisschen Abwechslung. Abwechslung, die suche ich auch. Wenn ich dich so richtig betrachte, ehrlich gesagt, Onkel Dominik, eigentlich siehst du gar nicht wie ein Schiffer aus. Du bist gewiss ein wohlhabender Dachs, der nur so zu seinem Vergnügen mit seinem Boot herumfährt. Nein, da irrst du dich, Nikiti. Was mich angeht, so ist es mein Los, dass ich allein leben und mich abplagen muss. Vielleicht sollte ich Arbeit auf einem Schiff suchen. Ungeschickt bin ich nicht. Wenn ich einen netten Kapitän finde, könnte ich mir kein besseres Leben wünschen. Lieber Freund, lass mich auch mal was sagen, ja? Es stimmt nicht, was du erzählt hast. Auch ich lebe allein, habe weder Frau noch Kinder. Ich bin auch nicht reich, im Gegenteil. Aber das Boot gehört dir. Ja, ja, das Boot gehört mir. Darum möchte ich dir einen Vorschlag machen. Wie wär's, wenn du mich auf dieser Fahrt begleiten würdest, Nikiti? Hä? Lohn kann ich keinen zahlen, aber es ist kein schlechtes Leben auf einem Schiff. Nett von dir, mir das vorzuschlagen. Du nimmst also an? Mögen alle meine Stacheln krumm werden, wenn ich nicht annehme. Also, abgemacht, Kamerad, du fährst mit. Ich bin froh, nicht allein zu sein. Eine Reise zu zweit ist besser als eine Reise alleine. Und wenn ich an den roten Tom und seine Katzenpiraten... Denk lieber nicht daran. Besser, wir begegnen ihnen nicht. Wir werden sehen. Bevor Niki Tiki mit der Möwe auf große Fahrt ging, lief er noch einmal nach Hause, um sich reisefertig zu machen. Aber es dauerte gar nicht lange, da erschien er keuchend und schwitzend an Bord. Onkel Dominik staunte nicht schlecht, als er sah, was Niki Tiki da herbeischleppte. Nanu, soll das alles mit? Es ist nur das Nötigste. Das, was ich unbedingt brauche. Mein Kochtopf, mein Bett und ein Korb mit Äpfeln. Äpfel esse ich nämlich für mein Leben. Oh.
das wir geschafft. Meine Sachen sind glücklich an Bord. Warte, ich helfe dir, alles in die Kajüte zu tragen. So, das hätten wir geschafft. Was nun? Jetzt braten wir die Weißfische, die ich gefangen habe, während du zu Hause warst. Und dann? Dann waschen wir ab. Und wann fahren wir? Morgen früh, für heute ist es zu spät. Es wird gleich dunkel. Übrigens, wir wollen nicht vergessen, vor dem Schlafengehen die Kajütentür zu verriegeln. Warum? Wegen dem roten Tom. Onkel Dominik hatte nicht die Absicht, seinem neuen Freund zu verraten, dass eine eiserne Truhe mit 500 Goldstücken unter den Kastanien lag. Das war ein zu großes Geheimnis für den kleinen Igel. Am Abend saßen die beiden noch lange in der Kajüte. Schließlich schlug die Kuckucksuhr Mitternacht. Onkel Dominik klopfte seine Pfeife aus. Das war das Zeichen zum Schlafengehen. Zuvor aber ging er noch einmal an Deck, um nachzuschauen, ob alles in Ordnung war. Niki Tiki war gerade dabei, seinen Laubsack zurechtzuschütteln, als er Onkel Dominik laut rufen hörte. Niki Tiki! Niki Tiki! Was gibt's? Was ist? Warum schreist du so? Unsere Angelruten sind verschwunden, alle beide. Wieso? Jemand hat sie gestohlen. Sieh nur, die Schnüre, mit denen wir sie festgebunden haben, sind nicht abgerissen. Man hat die Schlingen aufgeknüpft. Nein, so etwas. Und da... lauter Pfoten. Überall nasse Katzenpfoten. Katzenpfoten! Da hat gewiss der rote Tom seine Hand im Spiel. Das ist ja schrecklich. Da sitzen wir in der Kajüte und plaudern gemütlich und über unseren Köpfen schleichen Piraten umher. Wie leicht hätten sie uns im Schlaf töten können, wenn ich jetzt daran denke. Himmel! Vielleicht haben sie die Truhe, ich möchte wissen, ob sie auch etwas von der Ladung gestohlen haben. Bring die Laterne, Nikitiki, aber schnell beeil dich, nun mach schon. Was mache ich bloß, wenn sie die Truhe gestohlen haben? Nikitiki, wo bleibst du? Bin schon wieder da. Na, was siehst du? Ach, dem Himmel sei Dank, noch ist nichts passiert. Sie kommen bestimmt wieder. Von nun an werde ich meine Pistolen laden. Außerdem werden wir beide diese Nacht abwechselnd Wache halten. Ja, das wollen wir. Wehe, sie wagen sich noch einmal an Bord. Wir haben keine Angst vor den Piraten. Wir fürchten uns vor keinem Räuberschreck. Drum können wir dem roten Tom nur raten. Bleibt mit den Räubern weg von unserem Deck. Folgt euren Tom dem Roten. Auf leisen Katzenpfoten. Verschwindet in den Wald. Sonst machen wir euch kalt. Hurra, hurra, hurra. Wir sind als Wache da. Hurra, hurra, hurra. Wir sind als Wache da. Die nächsten Tage verstrichen ruhig. Nichts war vom roten Tom und seinen Katzenpiraten zu sehen und zu hören. Eines Nachmittags aber entdeckte Onkel Dominik etwas Merkwürdiges. Es sah aus wie ein Haus und der Fluss floss gerade darauf zu. Zuerst dachte Onkel Dominik, dass der Fluss dort zu Ende sei, aber Niki Tiki erklärte es ihm. Das ist die Flussschleuse. Davon hat mir Meister Matthias nichts gesagt. Eine Schleuse ist... Da, jetzt sind wir drin. Ah. Jetzt schließen sich hinter uns die Schleusentore. Ja, und dann? Dann läuft Wasser in die Schleuse. Wieso? Haben wir hier nicht genug Wasser? Merkst du nichts, Onkel Dominik? Hä? Wir steigen. Das Wasser, das in die Schleuse fließt, hebt unser Boot. Und zwar so lange, bis wir auf der richtigen Höhe sind. Richtige Höhe? Was ist denn das nun wieder? Bis wir genauso hoch sind wie der Fluss, der hinter der Schleuse liegt. Auf dem wir nach Bärenhausen fahren. Sobald sie vorn die Schleusentore öffnen. Miau! Eine Katze. Keine Angst. Die gehört nicht zu den Katzenpiraten. Das ist Napoleon.
Der Kater des Schleusenwärters. Er sieht listig und verschlagen aus. Sieh nur, wie er uns mit seinen grünen Augen anfunkelt. Hallo, Kapitän. Hallo. Alles in Ordnung. Gleich öffne ich das Schleusentor. Aber vorher bekomme ich noch 2 Taler für die Durchfahrt. Hm? 2 Taler? Ja, 2 Taler. Und wenn ich keine 2 Taler habe? Shit, dann kann ich euch auch nicht durchlassen. Wieso? Dann könnt ihr mich nicht durchlassen. Ja, also habt ihr nur die 2 Taler oder nicht? Natürlich habe ich das Geld. Ihr müsst euch nur noch einen Augenblick gedulden. Ich habe es in meiner Truhe und die befindet sich unter den Kastanien. Das ist aber ein sonderbarer Platz fürs Geld aufbewahren. Hier ist das Geld. Das ist ein richtiges Goldstück. Aber schon lange keins mehr in den Händen gehalten. Können wir nun weiterfahren oder nicht? Ja, sofort, Herr Kapitän. Auf der Stelle werde ich die Schleusentore öffnen. Ja, bin schon dabei. Ein prächtiges Boot, Kapitän. Das schönste Boot, das je durch die Schleuse gefahren ist. Du musst sehr reich sein, Herr Bugs. Aber das ist ja kein Wunder, wenn man so viele Goldtaler besitzt wie Kastanien. Kümmere dich um deine eigenen Geschäfte, Kater. Wer ich bin und was ich tue, geht niemandem etwas an. Mit Verlaub, Herr Dax, so war es nicht gemeint. Aber am Fluss strollten in den letzten Tagen seltsame Gesellen herum. Man muss sehr vorsichtig sein. Das weiß ich selbst gut genug. Vor 2 Tagen hat man uns die Angelruten gestohlen. Und ich glaube zu wissen, wer dahinter steckt. Das war der rote Tom. Und kein anderer. Ich würde niemand raten, uns noch einmal zu belästigen. Wer sich auf unser Boot schleichen will, der tut mir schon heute leid. Niki, Tiki und ich haben ein paar große Pistolen. Und wir schießen auf jeden, der ungebeten an Bord kommt. Jawohl. So ist's recht, so ist's recht. Nichts für ungut, Captain. Ich wollte es nur sagen. Wohin geht denn die Reise? Ja, flussabwärts. Etwa nach Bärenhausen? Wenn du es unbedingt wissen willst, ich fahre nur zu meinem Vergnügen herum. Nebenbei mache ich auch ein bisschen Geschäfte. 2 Fliegen auf einen Schlag, wie man sagt. 2 Fliegen auf einen Schlag? Nicht übel. Nun, ich ziehe Vögel vor. Ich würde sagen, 2 Vögel auf einen Schlag. Ich habe einen klaren Kopf und scharfe Krallen. Man muss stets die Augen offen halten. Ja, du hältst die Augen offen und steckst die Nase in Dinge, die dich nichts angehen. Und nun leb wohl. Das Schleusentor ist auf. Wir müssen weiter. Gute Fahrt! Alles gut gegangen. Die Schleuse haben wir glücklich hinter uns. Jetzt ist es nicht mehr weit bis Bärenhausen. Mir gefällt nur eines nicht. Dieser Kater Napoleon. Er hat genau gesehen, wo mein Geld ist. Gar kein schlechtes Versteck, Captain. Ich hätte nie gedacht, dass unter den Kastanien eine Truhe mit Goldtalern steckt. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich dir ein Geheimnis anvertraue, Niki. Was für ein Geheimnis? Die Truhe mit den Goldstücken gehört nicht mir, sie gehört Meister Matthias. Ich bringe sie für ihn nach Bärenhausen zur Bank. Mach dir keine Sorgen wegen Napoleon, Captain. Bestimmt ist alles nur Einbildung. Katzen sind eben sehr neugierige Tiere. Und dann vergiss nicht, wir sind gut bewaffnet. Sicher wären Onkel Dominik und Niki Tiki nicht so ruhig gewesen, wenn sie den Kater des Schleusenwärters an diesem Abend beobachtet hätten. Napoleon wartete, bis es dunkel wurde und im Schleusenhaus das Licht angezündet wurde. Dann schlich er sich heimlich davon. Auf Schleichwegen erreichte er das Lager der Katzenpiraten. Halt! Wer da? Ich bin es, Napoleon, die Schleusenwärterkatze. Was willst du? Ich habe Nachrichten für den roten Tom. Folge mir. Wir sind die Katzenpiraten, der Schrecken aller auf See. Wir riechen jeden Braten, ob fern oder in der Nähe. Ahoi, ohe, ahoi. Nur dem roten Tom sind wir treu. Ahoi, ahoi, ohe. Wir lieben den Kampf und die See. Herr Katzenhauptmann?
Was willst du hier? Niemand darf das Lager des Roten Tom betreten. Es sei denn, ich rufe ihn. Herr Katzenhauptmann, ich hätte nie gewagt, euer Lager zu betreten, wenn ich nicht eine wichtige Nachricht für euch hätte. Was für eine Nachricht? Na, rede schon, aber fass dich kurz. Meine Zeit ist knapp. Herr Katzenhauptmann, heute saß ich auf dem Schleusentor. Da habe ich etwas Merkwürdiges beobachtet. Ein kleines, schön bemaltes Boot fuhr in die Schleuse ein. Es heißt Möwe. Kapitän ist ein alter Dachs. Sein Matrose ein kleiner Igel. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst dich kurz fassen. Der Kapitän besitzt eine eiserne Truhe, die bis zum Rand mit Goldstücken gefüllt ist. Er hat sie sicher unter einem Kastanienhaufen verborgen. Na ja, das Boot kenne ich. Bei unserem letzten Raubzug am Fluss haben wir es besucht. Aber wir fangen nur zwei schäbige Angelruten. Na, da kam jemand die Kajütentreppe herauf und wir mussten fort. Da habt ihr die Truhe übersehen. Eine Truhe voller Goldstücke, Hauptmann. Die Sonne schien darauf und es schimmerte so, dass sogar ich die Augen schließen musste. Na, hätte ich nicht gedacht, dass dieses Boot so schnell hierher kommen würde. Noch dazu mit einem Goldschatz. Ja, ich danke dir, Napoleon. Das war wirklich eine gute Nachricht. Seid vorsichtig, wenn ihr euch an Bord schleicht. Na, das lass nur meine Sorge sein. Ich werde schon den richtigen Weg finden. Gebratene Igel esse ich nämlich für mein Leben gern. Dachsschinken soll übrigens auch gut schmecken. Du sollst natürlich nicht leer ausgehen. Wir werden dich nicht vergessen, Napoleon, wenn wir die Beute teilen. Wann werdet ihr den Plan ausführen, wenn die Frage erlaubt ist? Na, ich bin sicher, dass die Möwe heute Nacht hier in der Nähe vor Anker liegt. In der Nacht werden sie nicht allzu weit fahren. Passt nur auf! Dachse haben ein zähes Fell und Igel scharfe Stacheln. Ah, das wird ihnen auch nichts nützen. Du weißt doch, ich bin der rote Tom. Wo immer ich hinkomm, auf welches Schiff oder Deck, da kriegen die Leute das Zittern und fangen an zu bibbern. Vor Angst und vor Schreck, vor Angst und vor Schreck. Bald nachdem die Schleuse hinter ihnen lag, begann sich Onkel Dominik nach einem guten Ankerplatz umzusehen. Als sie um die Biegung des Flusses fuhren, sahen sie vor sich den dunklen Fichtenwald. Einen besseren Ankerplatz konnten sie sich gar nicht wünschen. Es wurde auch höchste Zeit, denn der Wind war stärker geworden. Er brauste durch die schwarzen Fichten. Die ersten Regentropfen fielen. Sieht nach einer stürmischen Nacht aus. Aber hier sind wir sicher und geschützt. Auch vor den Katzenpiraten, Captain? Ich möchte wetten, dass nicht einmal die Katzenpiraten in einer solchen Nacht umherziehen. Katzen hassen ein nasses Fell. Was gibt's zum Essen, Captain? Mein Magen knurrt entsetzlich. Ja, wie wär's mit gebratenen Äpfeln und Zwiebeln? Du kannst die Zwiebeln schneiden, während ich die Äpfel brate. Mm. Na komm jetzt in die Kajüte. Ja. Oh, hör nur, wie es regnet. Ich bin froh, dass wir diese Bucht gefunden haben. So, dann will ich die Äpfel braten und du fang endlich an, die Zwiebeln zu schneiden. Ja, ja, bin schon dabei. Ich koche heute nach einem alten Rezept meines Großvaters. Oh, es riecht herrlich. Das schmeckt auch so gut, wie es riecht. Übrigens, heute Nacht ist es nicht notwendig, dass wir Wache halten, Nikitiki. Ich werde die Angelleine draußen festbinden, die Schnur durch die Tür ziehen und die Wurmbüchse daran befestigen. Die Büchse stelle ich auf den Tisch. Du meinst, das genügt? Wenn jemand auf Deck herumschleicht, stolpert er über die Leine. Die Büchse fällt vom Tisch und wir sind sofort wach. Das hast du dir gut ausgedacht, Captain. Ja, außerdem lege ich meine beiden Pistolen geladen auf mein Kopfkissen. Nach dem Essen rauchten beide noch eine Pfeife, dann begaben sie sich zur Ruhe. Schon im nächsten Augenblick hörte man Onkel Dominik laut schnarchen. Nikitiki hörte noch lange die Kuckucksuhr an der Wand ticken. Aber dann
fielen auch ihm die Augen zu. Mitten im Schlaf fuhr er plötzlich hoch. Nanu? Was ist das? Wache ich oder träume ich? Wir fahren! 2 Uhr. Mitten in der Nacht. Das ist sonderbar. Ein Schiff kann sich doch nicht selbst steuern. Und der Schiffsmotor, der kann doch nicht von selbst anspringen. Und trotzdem fahren wir. Hey! Captain! Aufwachen! Was gibt's? Wir fahren. Ja, Captain, wir fahren. Wer steuert das Boot? Rede, Nikitiki. Wer weiß? Vielleicht ist es der rote Tom. Wo sind meine Pistolen? Sie sind fort. Meine Pistolen sind fort. Jemand hat sie mir gestohlen. Komm, Nikitiki. Wir müssen an Deck. Es hat keinen Zweck, Captain. Die Tür ist zugesperrt. Der Teufel soll die Kerle holen, die uns hier eingesperrt haben und mit unserem Boot davonfahren. Aufmachen! Sofort aufmachen! Hey, nicht so laut! Lass uns sofort hinaus! Immer hübsch langsam! Nur nicht so vorlaut, Herr Dax! Wer bist du? Ich bin der rote Tom! Elender Räuber, wohin bringst du uns? Das wirst du früh genug erfahren! Die Reise geht nicht weit! Fürs Erste empfehle ich mich! Oh. Bis nachher, Herr Dax! Oh. Bis ich dir das Fell über die Ohren ziehe. Och, so ein Unglück. Ach ja, geschieht mir ganz recht. Warum habe ich nicht Wache gehalten? Das Brausen des Windes und das Klatschen des Regens hatten jeden Laut verschluckt, als die Katzenpiraten auf das Schiff schlichen. Der rote Tom sah die Angelleine und knüpfte sie vorsichtig los. Dann stieg er leise in die Kajüte hinunter und fand Igel und Dax in tiefem Schlaf. Er nahm ihnen die Waffen weg und sperrte sie in ihrer Kajüte ein. Nachdem das Boot in einer verschwiegenen Bucht angelegt hatte, plünderten die Katzen das ganze Schiff. Pfannen, Töpfe, Kuckucksuhr, alle schleppten sie von Bord zu einer geheimen Höhle. Nichts ließen sie unangetastet. Zuletzt wurden auch die Gefangenen, der Igel und der Dachs, in die Höhle gebracht. Der rote Tom aber hatte nur Augen für die eiserne Truhe. Als er sie endlich gefunden hatte, ließ er sie ebenfalls in die Höhle bringen. Das ist der beste Fang, den ich jemals gemacht habe. Eine Truhe bis zum Rand gefüllt mit Goldstücken. Wir wollen die Taler am Feuer zählen. Ja! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir sind die Katzenpiraten, der Schrecken aller See. Wir riechen jeden Braten. Nanu! Es fehlt eins. Das ist das Goldstück, das der Dax dem Schleusenwärter meinem Herrn bezahlt hat. Ah ja, gut. Dann ist ja alles in Ordnung. Herr Napoleon, du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Ja, darf es uns auch belohnt werden. Darf ich mir jetzt meinen Anteil nehmen, wenn es recht ist? Nein, nicht jetzt. Später. Hauptmann, was fängst du mit dem Boot an? Ich möchte es gerne für mich haben.
Mit einem so schönen Schiff könnte ich mir mein Leben gut verdienen. Na, Dummkopf. Wie willst du das machen? Alle Leute kennen die Möwe. Im Nu hättest du die Polizei auf dem Hals. Daran habe ich gar nicht gedacht. Es ist zu schade. Aber du hast recht. Ja, ich habe immer recht. Was sollen wir mit dem Dachs und dem Igel anfangen? Ja, überlass die beiden nur mir. Der Piratenhauptmann saß auf der eisernen Truhe vor dem Feuer. Hätte Onkel Dominik nur eine Pfote frei gehabt, dann hätte er sich auf den roten Turm gestürzt. Aber es war hoffnungslos. Seine Pfoten waren fest auf den Rücken gebunden. Der rote Turm hielt eine Pistole in der Hand. Jetzt seid ihr dran. Roter Turm, glaube nicht, dass du der Polizei entkommen kannst. Das Gold gehört nicht mir, es gehört Matthias, dem Bootsbauer. Er ist ein angesehener Mann im Land. Das bin ich auch. Übrigens habe ich mich entschlossen, das Piratenleben aufzugeben. Mit 499 Goldstücken kann ich das. Ich bin reich genug. Und berühmt genug bin ich auch. Du wirst keine Ruhe haben. Man wird dich aufspüren und dich an den Galgen hängen. Na, Matthias, der Bootsbauer kann suchen, solange er will. Er wird das Boot nicht finden. Und auch euch beide nicht. Alles wird spurlos verschwinden. Was hast du mit uns vor? Ihr werdet für immer verschwinden. Und niemand wird erfahren, was mit euch geschehen ist. Los, bringt sie aufs Boot zurück. Zwei Piraten sprangen vor und stießen die Gefangenen vor sich her, die Böschung hinunter, wo das Boot lag. Niki Tiki hatte die ganze Zeit versucht, tapfer zu sein, aber jetzt rollten aus seinen Kugelaugen dicke Tränen. Onkel Dominik sagte kein Wort. Alles schien hoffnungslos, doch er hatte keine Angst. Die beiden Gefangenen wurden in die Kajüte eingeschlossen. Vorher fesselten die Piraten ihre Füße. Dachs und Igel konnten sich nicht mehr bewegen. Dann wurde die Kajütentür zugeschlagen und von außen abgeschlossen. Ich möchte bloß wissen, welche Teufelei sich der rote Turm ausgedacht hat. Oh, Captain, ich hab Angst. Halt deine Stacheln steif, Niki Tiki. Wir lassen uns nicht unterkriegen, auch vom roten Turm und seinen Piraten nicht. Bei meinem Barthaar, das schwöre ich dir, wenn ich mich nur von meinen Fesseln befreien könnte. Horch! Was ist das? Hört sich an wie Wasser plätschern. Ich ahne, was der rote Turm vorhat. Er will uns samt dem Boot versinken. Die Piraten haben das Boot angebohrt, damit es sinkt. Oh, Captain, wir sind verloren. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Noch leben wir. Aber wie lange noch? Was meinst du, Captain? Wie lange wird es dauern, bis das Boot sinkt? Das kann auch lange dauern. Die Piraten sind weg. Sie haben sich mit der eisernen Truhe aus dem Staub gemacht. Sie haben das sinkende Schiff verlassen, klar, aber... Was aber? Es kann einer vorbeikommen und uns retten. Wer? Na, irgendeiner. Ich glaube nicht, dass hier irgendeiner vorbeikommt. Doch, Niki Tiki, es kommt einer. Da, hör nur. Euch nur der Frosch ist krank, er liegt auf der Ofenbank, quakt nun schon, wer weiß wie lang. Denkt euch nur, der Frosch ist krank. Weißt du, da singt jemand. Und das ist niemand anderes als der Vagabunden-Otto. Der wird uns retten. Ich denke, der ist blind. Aber hören kann er. Hilfe! Hilfe! Du dicke schwarze Hummel, machst ein so groß Gebrummel, grad wie ein brauner Zottel, der fliegt nicht so brummig auf mich her. Nun sag mir doch, warum machst du so ein Gebrumm? Hilfe! Hilfe! Rette uns, Vagabunden Otto! Rette uns! Wer ruft mich? Ich, Dominik Dax. Wo bist du? Auf dem Schiff, in der Kajüte. Beeil dich, wir ertrinken, wenn du nicht gleich kommst. Das Schiff sinkt.
Ich komme! Ich komme! Jetzt konnte Onkel Dominik sich davon überzeugen, dass der Vagabunden-Otto gar nicht blind war. Und das war ein Glück. Wie alle Ratten war der Vagabunden-Otto klug und listig. Zeit seines Lebens hatte er immer schnell denken müssen. Er überlegte nicht lange, steckte seine Mundharmonika in die Tasche und sprang mit einem Satz auf das Deck der Möwe. Im Nu hatte er die Kajütentür aufgesperrt und befreite Dominik Dax und den Igel von ihren Fesseln. Sie sprangen ans Ufer gerade in dem Augenblick, als das Boot mit dumpfem Gurgeln im schwarzen Wasser versank. Inzwischen war in der Höhle der Piraten ein wilder Streit ausgebrochen. Die Beute sollte endlich geteilt werden, aber der rote Tom wollte nicht teilen. Heute nicht! Morgen werden wir teilen. Ich bin müde, ich muss mich erst ausschlafen. Nein, jetzt wird geteilt. Auf der Stelle! Könnt ihr nicht hören? Ich habe gesagt, morgen! Ich fühle mich nicht wohl. Ich muss mich in der kühlen Nachtluft erkältet haben. Du lügst! Was fällt dir ein? Ich beschaue dich, roter Tom. Ich weiß, was du vorhast. Du willst heimlich mit dem ganzen Gold verschwinden. Schweig! Du gehörst sowieso nicht zur Bande. Du bist nur ein Spitzel. Du hast bei uns gar kein Stimmrecht. Lasst euch nichts vormachen, Kameraden. Holt euch euren Anteil. Auf ihr mit dem Goldstückchen, roter Tom. Zurück. Bleibt stehen, oder? Vormals, wer seinen Anteil haben will, frei mir. Also gut. Wenn ihr unbedingt mein Messer spüren wollt. Da sind sie. Und da ist auch die Truhe. Los, Kameraden, auf sie! Tot den Piraten! Ja. Die Piraten, die verbissen miteinander kämpften, sahen sich plötzlich einem neuen Feind gegenüber. Onkel Dominik, Niki Tiki und der Vagabunden Otto stürmten die Höhle. Die geschlagenen Piraten flohen in den Wald und verkrochen sich. Alle hatten blutende Köpfe und zerschlagene Glieder. Auch Napoleon trottete mit einem zerrissenen Ohr, ermattet und enttäuscht, nach Hause. Dem roten Tom erging es übel. Auf der Flucht stürzte er den Felsenpfad hinunter und fiel in den Fluss. Die Pistolen an seinem Gürtel waren so schwer, dass er jämmerlich ertrank. Mit diesem Kampf im Fichtenwald endet die Geschichte. Nur so viel sei noch gesagt. Das Boot wurde aus der Tiefe des Wassers gehoben und die eiserne Truhe mit den Goldstücken kam doch noch auf die Bank in Bärenhausen. Und Onkel Dominik ist ein berühmter Mann geworden. Ein jeder kennt ihn, weil er den roten Tom und seine Katzenpiraten besiegt hat. Aber er selbst träumt von neuen großen Abenteuern. Wer weiß, vielleicht hört er wieder einmal etwas über Dominik Dachs.